Hey, wir machen heute gemeinsam eine richtig schöne Kalbsschü oder auch Fleischsoße genannt. Im letzten Video haben wir einen Kalbs vorhergestellt, die Basis jedes guten Kalbsschüs oder für jedes gute Schmorgericht. Etwas aufwendig, in der Zeit, aber nicht in der Machart. Und heute vollenden wir diesen Kalbsfond zu einem Kalbsschü. Es gibt ganz verschiedene Techniken, wie man diesen Kalbsschü machen kann. Und ich zeige euch die, welche ich für die beste halte oder beziehungsweise welche ich cool finde. Und zwar starten wir hier mit der Butter. Wir schmelzen als allererstes nicht zu wenig Butter in einer Pfanne und dazu brauchen wir Schalotten, Knoblauch, Thymian und Rosmarin. Das sind die Geschmacksgeber oder ein Teil der Geschmacksgeber für unsere Kalbsschü. Und zwar schneiden wir hier als allererstes die Schalotten sowie den Knoblauch klein, nicht zu fein, es kann ruhig etwas grob sein. Das ist gar kein Problem. Gut, die Schalotten haben wir geschnitten und nun nehmen wir unseren Knoblauch und ich mache es immer so, dass ich einen schön frischen Knoblauch nehme und da die ganze Schale dran lasse. Wenn der schön sauber ist, kann man den in der Mitte so halbieren und vielleicht nochmal vierteln und dann brauche ich den so, den Thymian. So wie den Rosmarin halbiere ich auch einmal in der Mitte und gebe den hier dazu und dasselbe hier. Gut. Dann, wenn die Butter schön geschmolzen ist, dünsten wir die ganzen Zutaten an und lassen da richtig schön Geschmack entstehen in dieser Basis für unseren Kalbsschü. Und zwar, wenn ich das richtig schön angedünstet habe, gebe ich nun hier meine Kräuter dazu. Und wenn es schon Geruchsvideos geben würde, dann würdet ihr das jetzt hier schmecken. Und jetzt kommt das ganze, der ganze Alkohol bzw. der Rotwein und Portwein dazu. Ich arbeite mit diesen zwei Dingen. Für mich ist das, sind die zwei Geschmäcker sehr wichtig in einer guten Kalbsschü. Und zwar, wenn ich das Ganze richtig schön angedünstet habe, lösche ich zuerst mit Rotwein ab, lasse es ein wenig einreduzieren und gebe dann meinen Portwein dazu. Den Portwein etwas danach, um den Geschmack von diesem schönen Portwein auch in meiner Kalbsschü zu haben und gieße dann mit meinem Kalbsfond wieder auf und dann braucht es wieder Zeit. Also das heißt, wir reduzieren die ganze Soße richtig schön runter, so dass wir den ganzen Geschmack aus diesen Kräutern, aus dem Knoblauch, vom Portwein in unsere Schü bekommen. Und kurz vor Schluss passieren wir das Ganze ab und lassen es nochmal ein wenig einreduzieren, bis wir die schöne Konsistenz von dieser Kalbsschü bekommen, von der ganzen Gelatine, die wir hatten in unseren Knochen, geliert die oder beziehungsweise bindet die Schü von selber. Wir haben hier den Rotwein in unserer Schü und beziehungsweise in der Basis und geben nun unseren Portwein dazu, einen nächsten Geschmack für diese ganze Schü. Und lassen das Ganze jetzt schön aufkochen, 3-4 Minuten einreduzieren bei hoher Hitze und dann gießen wir das Ganze mit unserem Kalbsfond auf. Wir rühren hier in der Mitte des Kalbsschüs nun die Schmutzstoffe nach außen und
schöpfen das Ganze mit der Kelle schön ab in ein separates Geschirr. Der ganze Kalbsschü kocht nun für circa 2 bis 2,5 Stunden zur Hälfte ein, je nachdem, wie hoch ihr eure Herdplatte eingestellt habt. Ich empfehle euch, dies bei mittlerer Stufe zu machen, so dass es leicht köchelt und das Ganze sanft einkochen kann. So, wir haben nun unseren Schü 1,5 Stunden richtig schön langsam einreduziert. Wie schon gesagt, je nachdem, wie hoch ihr die Herdplatte eingestellt habt, geht es ein wenig länger oder ein wenig kürzer. Ich habe hier eine Pfanne bereit gemacht mit einem Mikrosieb drauf und gebe nun diesen einreduzierten Schü hier durch dieses Mikrosieb durch. Wenn die ganze Soße abpassiert ist, gibt es 2 Möglichkeiten, diese noch auf die richtige Konsistenz einzukochen oder eben abzuwenden. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr sie langsam noch ein wenig einreduziert, bis sie die Konsistenz hat, die ihr möchtet. Das ist meine Lieblingsvariante. Die zweite Variante ist, dass ihr sie mit etwas Soßenbinder abbindet, so dass sie die Konsistenz hat, welche für euch passend ist und so, dass sie nicht auf dem ganzen Teller herumläuft. Gut, wir haben nun unsere Schü richtig schön einreduziert und die hat die perfekte Konsistenz und vor allem diese Farbe unglaublich schön. Und es ist extrem, wie wenig Schü, das wir eigentlich aus dieser großen Menge bekommen, aber Qualität vor Quantität, sage ich immer. Und ich glaube, mit dieser schönen Schü verzaubert ihr eure Gäste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem tollen Rezept und genießt es.